So, ich bin heute hier in Deutschland und wir werden heute ein etwas kleineres Auto machen, im Gegensatz zu Abu Dhabi und so. 2,5 Liter RS3, 400 per Serie mit OPF. Die sind nicht mehr so laut wie die ohne OPF, aber das werden wir alles reinprogrammieren, dass es alles passt. Ziel sind auf jeden Fall 500 PS. Wir werden machen einen Wagener Ladeluftkühler, Motorsoft-Software und Getriebesoftware werden wir anpassen. Und jetzt gehen wir erstmal Eingangsmessungen machen. Wir messen 100 auf 200, 0 auf 100 und dann gucken wir uns die Ergebnisse an. Also seid gespannt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, mit diesem kleinen Teil kann man tatsächlich die Leistungsmessung machen. Ja. Ist echt cool. Am Anfang war ich nicht so überzeugt von dem Ding, bis sie mir das gezeigt haben, wie das funktioniert, und habe dagegen gemessen mit meinem Maha Leistungsprüfstand für 150.000 Euro. Ja. Und ich muss euch sagen, dass das Ding echt genau ist. Ja. Also ich habe das gleiche Ergebnis rausgekriegt wie auf dem Maha Leistungsprüfstand. Von daher machen wir das jetzt mal hin. Ja. Also ihr müsst immer gucken, dass ihr das Gerät praktisch in der Mitte zentriert. Ja. Weil das sich natürlich jetzt dann mitdrehen wird am Rad und alles aufzeichnen wird. Und dann zeige ich euch auch nach, wie man das alles auswertet. Ihr fragt euch bestimmt, wie wir jetzt gleich die Zeiten messen werden. Das 0 auf 100, 100 auf 200. Und es gibt viele Geräte, aber ich persönlich, ich finde das Draghi am besten und am schnellsten. Ist auch nicht so teuer, kostet glaube ich nur 140 Euro. Ist alles mit einer App. Und das Geile ist, da kann man halt echt nicht bescheißen, weil wenn man da bergunter fährt, dann ist direkt ein roter Kreis mit Invalid, also weiß ich, dass es nicht gültig ist. Und er macht einen Höhenausgleich alles dazu. Das heißt, dort hat man echt die reellen Werte, ob man berghoch, bergunter fährt. Da kann man nicht bescheißen und deswegen messen wir jetzt auch mit dem Draghi gleich. Ja, auf jeden Fall haben wir 0 auf 100 4,3 Sekunden, 100 auf 200 11,22 Sekunden. Wir sind jetzt etwas schwerer als normal, weil wir zu dritt im Auto sitzen. Aber wichtig ist ja nachher die Differenz. Das heißt, wenn wir jetzt die 4,3 haben und 11,2, ist nachher wichtig, wie viel wir dann später machen mit allen Passagieren an Bord, wie viel wir uns da verbessern. Sind wir mal gespannt. Gute Töfchen bei Mergentheim. Dann gehe ich mal schnell fragen, was wir wiegen. Bleibt ihr alle im Auto? 1750 Kilogramm ohne mich. Ich wieg 60. Nein, ich habe 70 Kilo. Also haben wir zusammen 1820 Kilogramm. Jetzt gehen wir sie mal auswerten und gucken wir mal, wie viel Serienleistung das Ding hat. Ob er die 400 hat, die Audi verspricht. Aber Audi und Turbomotoren sind gut. Ja, ja. Was Audi nicht kann, die Saugmotoren. Da waren sie noch nie so gut. Wobei der V10 jetzt, der ist gut, der funktioniert ordentlich. Aber die alten RS4, die ganzen V8 Sauger, puh. Das war was, sage ich euch. Haben sie angegeben 450 PS, wenn das Auto 400 hatte, war das viel. Aber das wissen ja die alten RS4 Fahrer. Kommen die hier rein oder? Ich habe Kamera, brauche ich nicht hupen, Alter. Ja doch, hört sich echt gut an für Serie, gell? Auch mit OPF. Gar nicht mal so schlecht. Und was ich euch auch noch sagen wollte, weil das anscheinend viel zu wenig machen, sich Gedanken über den Kraftstoff. Da fahren sie echt gute Autos und dann kommen sie und dann fragst du, was sie drin haben und dann erzählen die das super. Dann sage ich auch immer, ja, ja, super. Das ist echt super, dass ihr super tankt. Aber ihr wisst schon, dass es ein sehr schlechter Kraftstoff ist. Das ist genauso wie wenn ihr abends fortgeht und irgendeinen billigen Fusel trinkt. Der taucht auch nichts, ihr habt Kopfschmerzen am nächsten Tag. Also lieber was Gescheites reinfüllen. Ich sage mindestens Super Plus bei einem Turbo-Auto, auch wenn drin steht im Tankdeckel, dass es super geht. Ich meine, wenn ihr was Gutes wollt für euer Auto, dann müsst ihr auch was Gutes tanken.
Ja, Kaltfahren, Warmfahren, Kaltfahren sollte man immer machen. Das heißt, wenn man längere Zeit Volllast fährt, irgendwie auf der Autobahn und man muss pipi, dann am Parkplatz nicht gleich ausfahren, sondern immer ein bisschen nachlaufen lassen, dass es halt alles runterkühlt. Ja. Gut, die neueren Autos haben zwar die Pumpen, die dann weiterlaufen, aber geht es gerade beim Turbolader zum Beispiel, es gibt keine Pumpe für Öl. Das heißt, der Ölkreislauf stoppt und wenn der Lader richtig heiß ist, dann kann das Öl praktisch verkochen, wird hart und dann wird die Leitung immer dünner und irgendwann kann schon sein, dass da was hochgeht. Also immer warm laufen lasse, kalt laufen lasse. Aber das Kaltfahren auch nur, wenn ihr wirklich gebrettert seid, wenn ihr so ein bisschen rumtuckert, braucht man das nicht. So. Zum Auswerten brauchen wir nicht nur das exakte Gewicht, sondern brauchen wir auch den Durchmesser praktisch vom Rad und die Achsübersetzung. Der Stefan guckt jetzt geschwind, wie viele Zentimeter wir haben. Was haben wir? 65 cm. Dann gucken wir jetzt, was das Auto wirklich hat. Das Gerät haben wir abgemacht vom Rad. Verbunden am Laptop. Jetzt müssen wir noch ein paar Daten eingeben. Und zwar den Luftdruck als erstes. So, der Luftdruck heute bei uns hier in Bad Mergentheim ist 1005. Ja. Dann gehen wir ein 1005. Wir haben 18 Grad. Achso, dann haben wir ein Gewicht gehabt von 1820 Kilo, ein Raddurchmesser von 65 cm und dann könnt ihr jetzt mal rüberkommen, ich zeige euch das mal. So, dann müssen wir jetzt die Messung mal suchen. Ich sehe, das ist die hier. So, bei der Übersetzung vom Motor zu Rad, dass man dann nicht immer googeln muss und raussuchen muss, wie viel das ist, klickt man auf V-Markierung, nimmt den höchsten Punkt und dann weiß ich, dass wir 7000 Umdrehungen gefahren sind beim höchsten Punkt. Klick OK und automatisch errechnet er praktisch die Übersetzung. So, jetzt ist es so, dass wir den Beschleunigungsbereich markieren müssen. Ja, also ich habe hier die Linie praktisch. Das heißt, hier sehe ich, dass wir beschleunigt haben. Ja, dann nehme ich den tiefsten Punkt und ziehe sie hoch bis zum höchsten Punkt. Zack. Ja. Und jetzt markieren wir den Rollbereich. Rollbereich fängt an ab dem höchsten Punkt bis runter. So. Und wie ihr jetzt seht, haben wir 392,3 PS und 528 Newtonmeter. Das heißt, von der PS her ist er ja so 7 PS drunter, was in der Toleranz ist, ist ja kein Problem. Dafür haben wir fast 50 Newtonmeter mehr Drehmoment, weil eingegeben sind sie, glaube ich, mit 480 und 528 haben wir. Und jetzt haben wir praktisch unsere Basis. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt gehen wir raus in die Werkstatt. Dann erzähle ich euch was über den Wagner-Luftkühler, ja, den wir jetzt auch verbauen werden. Und dann gucken wir, was zum Schluss rauskommt. So, da wir jetzt die Messungen und alles gemacht haben, fangen wir jetzt an mit der Hardware. Wir werden verbauen ein Wagner-Luftkühler Evo 1. Warum Evo 1? Wir möchten ja nicht ans Limit von dem Motor und wollen ja nicht so viel Ladedruck. Ja, wir wollen ja nur die 500 PS. Deswegen reicht der Evo 1 für sowas. Ja. So schaut das Teil aus. Und mal raus das Baby. So. Wunderbar. Wunderbar verpackt, gell? Grüße an Wagner. Gucken mal das Baby lernen. Das Ding muss jetzt da rein, ja? Dann gucken wir mal, wo die Ansauglufttemperatur hinfällt. In diesem Sinne, Stefan, viel Spaß beim Schaffen. I don't know nobody that can do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this. Do it like, do it like, do it like, do it like this. Look at my click. Look at my click from the jump. Like this, got over the hump. Like this, now we up, like up, now we up. Like this, people like tough. Like this, never give a fuck. Like this, like this, like this. They be in a club like Flip, but they never get the love. Like this, like this, like. Things are different, where does time go? You been tripping, baby, I know. It's a cold world out there. You been missing our convos. I cannot lie, I'm feeling great. The pen is working and my head on straight. Top 10 when I ventilate. Y'all just bullshit and medicate. So, Ladeluftkühler ist drin. Vielen Dank an den Mechaniker, der hat alles super gemacht. Ich werde jetzt die Getriebesoftware
auslesen, dann die Motorelektronik auslesen, dann das alles bearbeiten am Laptop, wieder reinspielen und dann gucken wir, was das Ding danach macht. Also wir werden Logfahrten machen, alles überprüfen, mit Draghi wieder 100 auf 200, 0 auf 100 prüfen. Serie hatten wir ja die 392 PS, ein bisschen weniger als sie angeben, aber das ist Toleranz, aber dafür 528 Newtonmeter. Und wir schauen mal, was wir dann rausholen können. Also wie gesagt, Ziel ist 500 PS, sollte auch machbar sein, da der Besitzer hier 102er Oktan vorbildlich tankt. So, so sieht jetzt die Software aus. Fürs Knallen ganz wichtig natürlich, damit er ein bisschen schießt, dass es nicht zu lang ist. Ja? Gibt es da keine Felder mit Verzögerungszeit für Schubabschalten? Ja? Da ist auch wichtig, dass man die Temperatur nicht übersteigt. Das heißt, da gibt es ein Kennfeld. Schubabschalten bei hohen Drehzahlen und hohen Cut-Temperaturen, wenn man das aufmacht, ja, dann sieht man hier bei 900 Grad, das sollte man natürlich dann nichts mehr machen, weil sonst kann das um Cut schaden oder um OPF schaden, wenn es zu heiß wird. Also da am besten 0 lassen, ansonsten 2 Sekunden, kein Problem. Das ist die Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung. Lambda. Ganz wichtig auch Zündwinkel bei den Modellen hier. Man sieht hier, dass die in Serie bei hohen Lasten gerne zurückgehen auf 2 Grad, 3 Grad. Ja, das ist viel zu wenig. Also da sollten die schon um die 9 Grad bis 10 Grad fahren. Deswegen machen wir hier auch diese 9 bis 10 Grad. Ja. Knallen wäre schon mal da. Schön. Also ich denke, dass wir gute 2 Sekunden schneller sind, 100 auf 200 gleich. Vorhin waren es ja 11,2, gell? 2. Es ist mittlerweile 20 Uhr. Wir haben doch etwas länger gebraucht als gedacht, aber alles, was länger dauert, wird mit Sicherheit besser. Ist schon alles ganz schön dunkel hier, ne? Dann kommen wir mal zur Auswertung. Wir haben original eine Leistung von 392,3 PS und 528 Newtonmeter. Das ist das, was ich euch vorhin schon gesagt habe. Das ist noch in der Toleranz, ja. Dafür haben wir erfreulicherweise etwas mehr Drehmoment. So, die erste Messung, die wir heute gemacht haben, nach dem ersten Flashen, hat ergeben 467,9 PS und 636 Newtonmeter. Ja, haben wir natürlich alles gelockt, habe alles ausgewertet und habe gesehen, okay, wir fahren 11 Grad Zündung, es ist keine Zündwinkelrücknahme da bei 1,5 Bar Ladedruck. Also habe ich gewusst, wie schiebe ich nach? Mit Zündung. So, viele andere hätten jetzt eigentlich mehr Ladedruck gemacht, aber ich sage immer, für Höchstgeschwindigkeit, für Topspeed ist Zündung einfach besser wie Ladedruck. Weil auch wenn es im Sommer, auch wenn man keinen Ladeluftkühler montiert hat, die Anzugluft nicht so hoch geht und Zündung doch sehr viel ausmacht, auch an Leistung, wie wir jetzt gleich nochmal sehen. Weil ich habe dann noch ein paar Testfahrten gemacht, ein paar Loks gemacht und bin dann von 11 Grad auf 15 Grad hoch zum Schluss, wo er auch akzeptiert hat, wo er auch keine Rücknahme hatte. Verdanken wir natürlich dem guten Kraftstoff, 102 Oktan. Und ob ihr es glaubt oder nicht, diese 4 Grad mehr Zündung haben ausgemacht 498,3 PS und 681,2 Newtonmeter. So, wir wollten 500 PS. Ich sag Toleranz, wir haben ja 7 PS weniger gehabt wie Serie. In Zorik hin und her, Messung. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ja. Das Auto adaptiert jetzt noch ein bisschen. Da kommen noch 5 bis 10 PS oben drauf. Kunde wird glücklich sein. Ich bin glücklich. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende.